in der Dampferzeit. Heute wird man testen. Twisted Mixed Vanilla Gorilla. Soll Geschmack sein? Kokosnuss, Banane, Vanille. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Mit Banane und Kokosnuss klingt schon geil. Dosierempfehlung ist 8-13%. Ich habe 10% benutzt, weil ich habe hier eine 100er Flasche und die komplett hier reinkippe. Rest mit Base aufgekippt, fertig. Ich habe keine Reste, nichts, deswegen kann ich die dann entsorgen. Weil in meinem Fall ist es eine Glasflasche, die werde ich noch weiter benutzen. Für andere Aromen. Das ist ein altes Thema. Reifezeit, sagen sie hier 3 Tage. Ich sage immer, 14 Tage ist wohl gut aufgehoben, daher immer 2 Wochen. Das ist immer so. Damit bin ich ganz gut gefahren. Wie gesagt, das ist das Ergebnis. Das ist hier eine 70-30 Base mit 3 Milligramm Nikotin. Und jetzt endlich mal Zeit zum Probieren. Vanille schmeckt man. Leichte Kokos, aber mit Macking. Oh ja. Süßlich. Vanille. Bei XBs. Man schmeckt auch die Kokosnuss raus. Banane. Das ist aber schwer zu erkennen hier. Mein Problem ist immer, wenn ich nicht weiß, was das ist, schmeckt zwar gut, aber schwer zu erkennen, was für Aromen direkt drin sind. Und wenn man es weiß, wenn man dampft es, wenn es klickt, dann, ach ja, stimmt, Banane. Leichte Banane ist da, die Kokosnuss ist mehr im Vordergrund und Vanille ist extrem vorne. So als Kombi, auch das ist mir wieder gut gelungen. Das hat was, also es ist nicht ganz ohne, also top. Nicht wundern, ich habe jetzt keinen Tropfler mit bei, weil ein Tropfler ist eh der Geschmack viel besser, als wenn man die in so eine Dampfer hier reintut. Das werde ich jetzt mal original mal testen, aber das ist schon eine geile Hausnummer. Also es schmeckt nach mehr. Also Twisted macht eh schon gutes Zeug. Es ist mal wieder gut geworden, ja. Das ist dieser Vanille, Kokosnuss. Ich sag, bei Banane tut mich mal schwer, und die Röste schmecken, aber auch die ist da. Top. Gut abgerundet. Auch mal wieder eine 2+. Weil das passt irgendwie zusammen an nicht. Weil es nicht so eintönig schmeckt, sondern man hat verschiedene Geschmäcker. Und wenn ich genau weiß, was schmeckt das besser? Vanille, Kokos und doch die Banane? Das ist schwer zu erkennen, aber ja, eine gute Kombi, das passt. Top. Mal wieder ein Aroma gefunden, was mir schmeckt. Das hat Vorteil, sind diese Glasflaschen, weil ich mit Eisaromen noch ein bisschen arbeite, dann kann man die immer hier abfüllen. Auch das passt ganz gut zusammen dann. Daher, Daumen hoch. Passt. Jo. Jetzt bin ich wieder sprachlos, vielleicht nicht weiß, was ich sagen soll. Von der Fall schon ein bisschen genießen. Das schmeckt wirklich gut. Das ist genau meine Richtung. Ein bisschen süßlich. Ich wollte nicht so lange vorher quatschen hier. Wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne ein Abo da lassen. Ist auch kostenlos. Unten
ist noch ein Link von Matthias sein Kanal. Der macht Lost Places. Wenn mal Zeit ist oder Langeweile oder Interesse, mal einschalten und abgucken. Auch da könnt ihr ein Abo da lassen. Ist genauso kostenlos wie auf diesem Kanal. Und sagen, ich bin durch. Ich bedanke mich fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal bald wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao und gut Dampf.